Hallo und herzlich willkommen zu den Agile Quickies. Gemeinsam erfolgreicher mit meiner Sprechstunde für dich rund um agile Krankheitsbilder. Mit Diagnosen, mit Empfehlungen, Tipps und Tricks für gesunde und erfolgreiche agile Unternehmen und deren Mitarbeiter. Vielleicht kennst du das ja. Seit einiger Zeit seid ihr in Sachen Agilität unterwegs. Ihr arbeitet inzwischen agil, habt eine Agile Transition Initiative gestartet. Sie ist euch hoffentlich nicht nur verordnet worden, sondern ihr seid irgendwie mit ins Boot genommen worden. Auf jeden Fall bist du hoch motiviert, deine Kolleginnen und Kollegen sind hoch motiviert. Ihr seid auch schon so richtig mittendrin. Habt das eine oder andere schon angepackt, habt auch schon das eine oder andere umgekrempelt. Es fühlte sich ja irgendwie sehr gut an. Ihr habt erste tolle Ergebnisse erzielt mit Agilität. Wenn ihr mit dem Thema Scrum Framework unterwegs seid, habt ihr das Ganze mit Sprints gemacht, ein oder zwei Wochen möglicherweise. Für den ersten Kunden schon sehr überraschend, dass er nach ein, zwei Wochen nach dem ersten und zweiten Sprint schon erste Ergebnisse bekommen hat. Das heißt, ihr habt stolz eure Ergebnisse, die ihr entwickelt habt, präsentieren dürfen. Der Kunde hat sie ganz frühzeitig wahrgenommen, hat auch schon ganz früh erkennen können, ob das, was ihr ursprünglich mal als Idee für den Auftrag hatte, ob das das auch ist, ob das in die richtige Richtung geht. Ihr habt also auf jeden Fall das Feedback ganz früh bekommen. Das war für den Kunden ganz überraschend und für euch natürlich auch ganz überraschend. Weil wie war es bisher? Im klassischen Projektmanagement hat man ja die Lessons Learned durchgeführt. Die waren dann, wenn das Projekt ein halbes Jahr dauerte, ein Jahr, anderthalb, zwei, dann häufig erst nach Ende des Projektes. Dort wurde ein Workshop gemacht, man hat sich zusammengesetzt mit den Beteiligten im Projekt und hat überlegt, was man aus dem Projekt lernen konnte. Das Problem dabei ist, man hat die Situation, dass die Projektbeteiligten dann sich so in alle Welt verteilen. Die Maßnahmen, die man erkannt hat, die nachhaltig als Lerneffekt zu bekommen, das war sehr schwierig. Bei dem einen oder anderen blieb noch was haften, aber so als Lerneffekt fürs Projekt und für künftige darauf aufbauende oder ergänzende Projekte, das war nie so besonders nachhaltig. Heute haben wir es besser. Heute machen wir Retrospektiven. Das heißt, nach jedem dieser Iterationen bei Scrum, nach jedem dieser Sprints, setzt man sich unter anderem zusammen und macht eine Retrospektive. Man überlegt, was ist gut gelaufen und was können wir noch besser machen, optimieren. Und das hat den riesen Vorteil, dass der nächste Sprint ja, die nächste Iteration ja schon direkt wieder vor der Tür steht und die übernächste. Das heißt, man hat permanent in kurzen Feedbackschleifen die Chance, etwas zu lernen, zu verbessern und es unmittelbar in den nächsten Sprint zu übernehmen, in die nächste Iteration. Und das geht dann bei jeder Iteration, bei jedem Sprint immer weiter. Das heißt, man hat das Ganze, bekommt man es viel nachhaltiger hin, dieses Lernen, was man früher bei Lessons Learned nicht so unbedingt hatte. Ja, auf jeden Fall über die Retros werden Maßnahmen identifiziert. Ihr habt dann möglicherweise bestimmte Sachen erkannt, daraus Maßnahmen abgeleitet und habt die auch schon auf den Weg gebracht. Das ist so das übliche die neue Art des Vorgehens. Ja, und nun, trotz dieser Vorteile, es fühlt sich alles irgendwie wie Zusatzaufwand an. Ihr habt ein neues Meeting nach dem anderen. Wenn man mit Agilität und Scrum und Co. unterwegs seid, werden einfach zusätzliche regelmäßige Meetings, Workshops mit hinzugeplant. Die alten Meetings, die da auch noch sind, die bleiben irgendwie, die neuen kommen on top obendrauf. Das heißt, das Gefühl ist einfach, man ist nur noch in Meetings. Ne? Man arbeitet gar nicht mehr, sondern man ist in einem Meeting, in einem Workshop nach dem anderen. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, dass diese Arbeiten oder diese Sprints, diese Iterationen sich irgendwie overpaced anfühlen. Man muss in immer kürzerer Zeit, in immer weniger verfügbarer Arbeitszeit, muss man immer mehr erledigen. Dann kommt dazu die Aufgabenliste, euer Backlog wird länger und länger. In der Vielzahl von dortigen Einträgen hat man das Gefühl, man ertrinkt irgendwie in der Vielzahl. Dabei verliert man
über die Vielzahl den Überblick und hört dazu öfters mal so die Frage, Mensch, wo geht überhaupt die Reise hin, wenn wir jetzt so weitermachen, wie wir jetzt neuerdings unterwegs sind. Das heißt, es stellt sich auch erst das Bauchweh ein. Man hört so auf dem Flurfunk erste ungesunde Töne, Geräusche. Die anfängliche Euphorie, die ist ein bisschen gedämpft, das ist immer noch da, aber man hat zunehmend so eine Skepsis, die man wahrnimmt. Kommen so Fragen wie, machen wir überhaupt jetzt die richtigen Dinge hier? Die Dinge, die wir hier machen, machen wir die überhaupt richtig? Auf jeden Fall, man kann so summa summarum sein, bei euch fühlt sich das Thema Agilität, das agile Arbeiten, so wie ihr derzeit unterwegs seid, nicht so richtig gesund an. Vielleicht sogar, könnte man sagen, ein bisschen krank oder sogar auch krankmachend. Ja, so Themen wie agiler Husten, agile Infektion hört man da schon mal. Auf jeden Fall, ihr werdet immer anfälliger für typische, heute erkannte, agile Krankheiten, die man heute kennt. Bleiben wir im Bild der Medizin mit einem Augenzwinkern in Richtung Medizin, spricht man davon agiler Disposition. Das heißt, trotz Agilität oder gerade durch Agilität wird man anfällig für organisatorische, für prozessorientierte, ja, oder auch für systemische Krankheiten. Nun zu alledem und vielen Möglichkeiten, wie ihr gerade mit agilem Vorgehen gesunde Ergebnisse erzielen könnt, erfährst du hier gleich im Anschluss mehr. Ich freue mich auf dich.